bin. Ja, ich laufe hier gerade rum. Ich habe ja in einem meiner Videos mal gesagt, dass mein Ego immer wieder sehr laut ist. Und also in letzter Zeit, das ist gerade wieder der Fall. Also es ist gerade sogar schon ein Tick besser, sonst wäre ich vielleicht nicht in der Lage zu filmen. Ja, vielleicht ist es momentan so laut, weil es verzweifelt versucht, irgendwie, ja, da zu bleiben mit allen Mitteln und ja, Halt zu suchen. Das sind Schafe, das ist süß. Ja. Weiß nicht. Das sind halt immer wieder dieselben Sachen, die diesen Hochspannungsbereich so auslösen. Halt. Ja, Stress. Und dass ich versuche, anderen recht zu machen. Also, ja, in meinem Kopf dreht sich momentan ständig alles um das Ego von meinem Freund, dass ich es ihm recht mache. Also, dass jedes Wort für ihn passt, jede Handlung für ihn passt, was mich dann aber selber überfordert, wodurch ich dann noch mehr angespannt bin und dann noch weniger mich so dementsprechend verhalte und dann auch noch mehr Stress für meinen Freund bin. Also, und es dann für mich dann logischerweise noch schwerer ist, mich so zu verhalten, dass es für ihn passen könnte. Und ja, Teufelskreis. Und totaler Bullshit. Und ja, es ist halt auch so, dass mein Freund will, keine Ahnung, dass ich weniger gestresst bin, dass es mir besser geht. Und dann versuche ich das auch, aber nicht wegen mir selber, sondern um es ihm recht zu machen, damit er mein Ego weniger abkriegt. Und, ach, ist das süß, die hocken da, die stehen da im Schatten, meine Schäfchen, da. Schafi. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Hacke. Ja. Also, irgendwie, es war halt schon so, dass selbst wenn mein Ego nur noch auf eine konstruktive Art und Weise da war, es, ja, manche Dinge dem Ego von meinem Freund irgendwie immer noch nicht an mir gepasst haben. Ich meine, es ist ja irgendwie auch logisch an dem Ego, dass es, ja, möglicherweise ist sogar das Ego von meinem Freund immer wieder so der größte Zweifler an meinem eigenen, keine Ahnung, Ego-Tod oder wie man es jetzt nennt, ja, gewesen. Und ich habe dann so, ja, vor 2 Wochen dann irgendwie probiert, eben helfen zu lernen. Also, keine Ahnung, auch wenn ich egofrei bin, dass es eben das Helfen nicht mehr ego-behaftet ist, weil bei mir beruht ja sehr viel vom Ego auf dem Drang, helfen zu wollen. Helfer komplex, wie ich vorhin schon gesagt habe. Kann gerade von. Ach, kacke. Jetzt bin ich rausgekommen. Ja. Ich hätte weiterführen sollen. Egal. Was wollte ich sagen? Irgendwas mit Helferkomplex zu meinem Freund. Ich weiß nicht. Ja, genau. Und dann habe ich versucht, eben ihm im Prinzip meinen Ego-Tod so zu machen, dass er für ihn auch irgendwie am besten ist. Das klingt so abstrus, aber es war im Prinzip so. Und das klappt nicht. der Punkt ist halt,
weiß nicht, anderen Leuten konnte ich immer wieder schon so ein bisschen helfen. Da fehlt es mir viel leichter als bei meinem Freund. Und das ist dann halt aber kacke für meinen Freund, weil mein Freund ist halt so die Person, die ich jetzt so in meinem Umfeld kenne, die eigentlich wirklich richtig, richtig dringend Hilfe benötigt. Und ja, dadurch, dass ich ihn halt lieb, empfinde ich logischerweise auch viel für ihn. Und dann kann das mich am ehesten halt mitnehmen, wenn ich ihm eben nicht helfen kann. Oder umso mehr fühle ich mich innerlich dazu verpflichtet, ihn helfen zu müssen. Und eher rutsche ich in diesen Helferkomplex rein und stelle dann wieder andere über mich. Und ja, das ist alles so verkorkst. Das ist halt, keine Ahnung. Wir waren dann auch schon überlegen, irgendwie räumlichen Abstand zu nehmen. Darüber reden wir eigentlich schon seit Wochen, damit das Ganze nicht mehr so eskaliert. Das Problem ist halt Geld. Wir haben nicht viel. Und ja, ich bin tatsächlich auch am Überlegen, wieder in eine Klinik zu gehen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob die mir da überhaupt noch helfen können. Also, weil ich war halt schon öfters in Kliniken. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas noch gibt, wo ich da noch weiterkommen könnte. Und nehme an, ich fange jetzt in der Klinik an, über ein Ego zu reden. Die würden mir alle eine Meise zeigen. Und es ist halt, ja, sehr viele Vorurteile und so. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen sollte oder nicht, weil mein Ego ist halt immer wieder wirklich sehr stark. Also ich bin dann im Kontrollverlust drin, aber auf eine negative Art und Weise. Also es ist so extrem. Teilweise, dass, obwohl mein Ego eigentlich eher mir gern selber schadet, dass es in letzter Zeit so stark ist, dass es sogar meiner Umgebung schadet. Das ist kacke. Ich weiß nicht, ob ich, keine Ahnung. Ich hatte halt auch schon einige Klinikaufenthalte in meinem Leben und ich will jetzt nicht schon wieder in die Klinik. Das ist so, nee. Wäre halt die einfachste Möglichkeit, damit mein Freund und ich einen räumlichen Abstand zueinander halten. Und das halt weniger eskaliert und ich es ihm dann weniger recht machen kann, weil ich ihn ja logischerweise dann, keine Ahnung, vielleicht nur einmal am Tag sehe, wenn er mich besuchen kommt, aber nicht die ganze Zeit. Ja. Weiß es nicht. So, ich bin jetzt im Wald angekommen. Ich habe vor, zu so einem kleinen Lagerlet zu laufen, was mein Freund und ich hier mal vor einiger Zeit entdeckt haben. Das ist voll süß. Ja. Ein bisschen erinnert mich das Ganze hier gerade daran. Ich bin halt als Kind ziemlich oft von zu Hause abgehauen, weil ja, zu Hause war halt ein bisschen schwierig. Und dann bin ich auch gerne in den Wald gegangen und hatte halt immer so meine Verstecke, wo ich hin konnte. Also ich hatte wirklich einige Orte. Ich weiß nicht, ich habe sicher mehrere Quadratkilometer Wald oder so ausgekundschaftet irgendwann gehabt. Oh, das war schön. Look, look. Ich gehe, glaube ich, kurz runter. Vielleicht werde ich jetzt gleich nass. Egal. Und hatte mir dann auch immer so im Kopf ausgemalt,
dass ich dann irgendwann von zu Hause abhaue. Und da gab es so eine alte Hütte. Da habe ich mir immer vorgestellt, dass ich dann darin wohne und dann endlich weg von meinen Eltern bin. Eigentlich ist es nur Realitätsflucht gewesen. Aber es war süß und schön. Und ich habe viel Zeit im Wald verbracht. Es hat auf jeden Fall was Positives gehabt. Ja, da fährt so eine Bahn hier entlang immer, deswegen. What the fuck? Ich glaub mir gerade nicht, was ich hier sehe. Ich zeig's euch mal. Also irgendein Horst hat hier dieses Ding hingemacht. Warum auch immer. Sieht lustig aus. Aber irgendwie. Ja, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ich habe, genau, was ich sagen wollte, ich habe die Befürchtung, dass ich möglicherweise nur dauerhaft in diesem Zustand bin, wo das Ego mich nicht mehr innerlich zerreißt. wenn ich entweder dauerhaft immer wieder voll viel Abstand zu meinem Freund habe oder er halt auch ja bei ihm die Identifikation mit dem Ego aufhört und wir dann beide das dann gleichzeitig sind irgendwie. Und das ist halt so, keine Ahnung, beides ist schwer. Weil, ja, ich weiß, also, keine Ahnung, mein Freund überlegt ja schon seit Ewigkeiten zum Schamanen zu gehen. Wir haben halt aber, wie gesagt, nicht viel Geld, das ist das Problem. Und er erhofft sich halt auch durch zum Beispiel Ayahuasca oder so dann Heilung. Dass es dann halt so in so einer angeleiteten Zeremonie irgendwie genommen wird. Ich weiß halt nicht, ob das bei ihm halt dann funktionieren wird. Weil er hat halt allgemein auch Angst vor Psychedelika. Weil er damit immer wieder ja, ziemlich schwierige Erfahrungen gemacht hat. Und ja, Psychedelika können halt so eine richtige Konfrontation sein mit den Sachen, die in einem, ja, die in einem vergraben sind. Und ja, Mücke. Bei DMT halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das auf jeden Fall dann auch hochgeholt wird bei ihm. Und eben vorgeführt wird. Ich weiß halt nicht, ob er damit umgehen kann. Es ist wieder so, ich mache mir gerade Gedanken um meinen Freund und dass es ihm gut geht. Das ist, glaube ich, gerade wieder mein Helferkomplex. Damit. Ja, Möglichkeit 2 ist, dass wir irgendwie ja erstmal eine Pause brauchen und ich vielleicht dann irgendwie alleine es hinkriegt, dauerhaft mein Bewusstseinszustand irgendwie zu stabilisieren. Und wir erst dann, keine Ahnung, wieder dauerhaft wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Wenn mein Zustand so stabil ist, dass mich absolut nichts mehr rausreißen kann. Also, egal wie traumatisierend es sein könnte. Ja, ich habe gerade da hinten diesen schönen Platz entdeckt, den ich vorhin erzählt habe. Ich muss nur gerade gucken, wie ich da hinkomme, weil das letzte Mal war hier weniger Wucher. Und ich habe eine kurze Hose an, das war nicht so intelligent. Aber es ist warm. Oh, hoffentlich sind da keine Brennnessel. Köcke.
Ich finde, der Ort hier ist voll schön. Also, man sieht ja hier, es sind die Äste so zusammengebunden. Und dann ist an der einen Seite sogar ein bisschen Moos hingemacht. Und hier hat irgendjemand, warte, ich weiß nicht, wie die Kamera halten soll, man sieht hier, einen Autoreifen hingelegt und es ist jetzt ein Stuhl. Ich bereue gerade ein bisschen, dass ich meine Decke nicht mitgenommen habe. Das wäre richtig gemütlich gewesen. Gerade ist ziemlich viel Angst da vorm Loslassen. Mein Freund weiß halt auch nicht genau, wo ich gerade bin. Das ist blöd. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich rausgehe. Ich meine, ich könnte ihm jetzt einmal schreiben, wo ich bin, aber dann könnte das auch wieder Halt suchen sein, dass es der Punkt ist. Alles Mögliche könnte Halt suchen sein. Ich weiß eigentlich, dass es total sinnlos ist, sich da zu lange den Kopf zu zerbrechen, sondern dass es viel besser ist, wenn man einfach handelt. Nur das dann wirklich zu machen, ist sau schwer. Ich finde, bei dem Lied von Captain Peng gelernt, ist einfach so viel drin, was... Ja, was ich auch selber schon gefühlt habe. Also, was gestern oder vorgestern, ich weiß gerade nicht mehr, da habe ich das Lied angehört und ich musste anfangen zu weinen. Weil ich da eben auch so meinen Helferkomplex so arg drin finde und dieses... Ja, anderen recht machen. Hat irgendwas geraschelt. Ich habe das Gefühl, ich will das Lied nochmal hören jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das Internet hier so gut ist. Weil, naja, falls ihr euch wundert, warum ich das nicht auf dem Handy habe, obwohl ich das Lied so lieb. Mein Handy ist kacke und hat ständig Probleme mit dem Speicherplatz. Ich habe es aber letztens eigentlich wieder speicherfrei gemacht. Also ich hätte jetzt theoretisch wieder Lieder auf mein Handy machen können. Aber ich habe es verpeilt. Und deswegen ist da, weiß nicht, ich habe tatsächlich momentan nur ein einziges Lied auf dem Handy wegen diesem blöden Speicherplatz. Und zwar Sie mögen sich von Captain Peng. Ansonsten gar nichts, obwohl ich eigentlich Musik total mag und eigentlich total viel Musik höre. Und ja, natürlich halt immer mein Datenvolumen aufbrauchen, wenn ich Musik hören will. Das ist voll dumm eigentlich, aber egal. Ich glaube, zu Hause muss ich mehr... Erstmal gescheite Musik auf mein Handy machen. Ja. Was ich gerade eben halt auch realisiert habe, ist. Ja, es ist irgendwie auch kein Wunder, dass mein Ego immer wieder so stark war, weil. Irgendwie ist so voll viel. Keine Ahnung, Kacke. Ich weiß, es ist bewertend, wenn ich das jetzt sage. Aber egal. Auf einmal zusammengekommen. Also irgendwelche Sachen. Hallo Spinni. Tschüss Spinni. Voll viele Sachen sind halt so auf einmal irgendwie zusammengekommen. Ich habe ja angefangen, mich komplett meinen ganzen Ängsten zu stellen, die
in mir drin sind und habe dann auch ein Traumata nach dem anderen aufgerissen, was so jetzt so meine Familie angeht und so. Und halt auch noch, da gab es eine andere Sache. Ja, und dann kam es halt noch hinzu, dass es eben meinem Freund da nicht so gut ging. Und dann kam noch hinzu, dass ich dann zeitweise immer wieder voll die Geldprobleme hatte. Und dann kam noch hinzu, dass ich voll viel Papierkram noch regeln musste. Und es war dann halt irgendwie ziemlich übel, alles auf einmal. Ich meine, das ist eigentlich nur Kopfsache, dass es alles auf einmal ist. Eigentlich kann man es sich Stück für Stück einteilen. Und what the fuck? Die Fliege ist gerade einfach auf meiner Hand gelandet. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Mein Kopf ist in letzter Zeit immer wieder ziemlich Matsche. Ich hatte teilweise sogar Erinnerungslücken, weil ich mich so sehr selber überanstrengt habe. Also, ja, es ist halt sinnvoller, sowas zu machen, sich so den ganzen Ängsten zu stellen oder so Traumata wieder hochzuholen, um sie zu verarbeiten, wenn man das in einem sicheren Umfeld macht. Der Punkt ist aber, also ich hätte sowas gerne in der Klinik gemacht, aber ganz ehrlich, die machen das nicht. Die machen meistens eine Verhaltenstherapie und gehen so gut wie nie in die Tiefe, was die Vergangenheit angeht. Also manchmal ja, aber fast nie, weil es einfach zu teuer ist und die Krankenkasse das nicht zahlt, weil man dafür mehr Therapiestunden braucht. Das kotzt mich ziemlich an. Also, ja, ich hätte sowas gerne auch während einer meiner Klinikaufenthalte ja schon gemacht. Aber ich kann sowas halt persönlich nur, wenn ich dann auch eine richtige Vertrauensbasis zu dem Therapeuten habe. Und man ist ja eigentlich in der Regel maximal 12 Wochen nur in Therapie, außer bei irgendwelchen Ausnahmefällen. Da muss es aber speziell noch mit der Krankenkasse geregelt werden. Und deswegen wird es in der Regel nicht gemacht. Und um dann wirklich so, nehme ich an, ist es jetzt nur für ein einziges Trauma und das Problem ist ja, dass bei mir sogar mehrere sind. Selbst für ein einziges Trauma, finde ich, reichen dann 12 Wochen nicht. Und ja, ich war dann sogar einmal in einer Klinik, die war speziell darauf spezialisiert, unter anderem für Traumapatienten. Und ich hatte dann so die Erwartung, dass es dann eben, weiß nicht, alles aufgearbeitet wird und ich das dann so danach irgendwie so hinter mir lassen kann. Nö, es wurde nicht gemacht. Das war die Klinik, wo es so scheiße war. Die habe ich ja schon mal in mehreren Videos erklärt oder erwähnt, besser gesagt. Komme ich gerade auf erklärt, egal. Sondern man hat halt so Übungen bekommen, wie man, also es gab einmal in der Woche für 45 Minuten eine einzige Therapie, die sich mit dem Thema Trauma beschäftigte. Und dann war die Klinik gleich Traumatherapieklinik genannt, wow. Und da hat man halt so Übungen bekommen, was man tun kann, wenn es hochkommt, damit man es wieder wegkriegt, aber nicht, wie man das insgesamt verarbeitet. Also man hat nur so Übungen bekommen wie der innere sichere Ort oder so, was man tun kann, wenn man gerade Flashbacks hat. Aber an die eigentliche Ursache wurde da irgendwie nie dran gegangen. Also, keine Ahnung. Das hat mich damals einfach ziemlich enttäuscht. Ja, und deswegen habe ich das eben alles selber gemacht. Ich habe im Prinzip versucht, selber mein eigener Therapeut zu sein und selber die Dinge zu machen, die ich mir von Therapeuten gewünscht hätte. Aber ja, es wäre halt eigentlich viel sicherer gewesen, wenn ich das in einer Klinik gemacht hätte, aber
wie bereits erwähnt, es ist ja, das jetzige Psychiatriesystem ist so ein bisschen verbesserungswürdig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich würde es halt gern selber schaffen, mich selber zu heilen, als jetzt wieder in die Klinik zu gehen. Weil oft ist es ja auch nur so, dass die einem immer wieder auch nur Werkzeuge geben, wie man sich selber heilen kann. Aber so eine komplette Heilung findet eigentlich nicht wirklich während einem Klinikaufenthalt statt. Also da werden immer nur ja, so ein paar Themen angegangen. Aber so wirklich komplett alles anzugehen, reicht halt auch rein zeitlich nicht. Ich bewohne ein atmendes Wunder. Und mein Ich hat halt einfach Liebe verdient und nicht, dass ich es hasse. Mein Körper hat Liebe verdient und nicht, dass ich ihn hasse. Meine Vergangenheit hat auch Liebe verdient und nicht, dass ich meine Vergangenheit hasse. Ich glaube auch, das Jetzt hat Liebe verdient, nicht, dass ich den jetzigen Zustand hasse und meine Umgebung und diese ganzen schwierigen Sachen. Hab angefangen, ja, meine Biografie zu schreiben. Und ja, es ist ziemlich schwierig für mich. Ich komme extrem langsam noch voran, weil ich dann halt ja, Flashbacks irgendwann immer wieder bekomme. Aber vielleicht hilft mir das auch, das alles endlich hinter mir zu lassen? Ich weiß es nicht. Ich will die ganze Zeit eigentlich nur endlich wieder diesen inneren Frieden. Und ja, nicht mehr von Sorgen zerfressen zu sein. Und ja, nicht mehr innerlich zerrissen zu sein. Ich will es aber öfters in letzter Zeit zu sehr. Und es kann ja dann auch wieder dazu führen, dass ich mich dann am jetzigen Zustand störe. Und wenn man halt zu arg will, dass die Identifikation mit dem Ego aufhört, kann das halt auch nicht funktionieren. Also es kann der Fall sein, dass es dann eben nicht klappt. Aber ja. Was ich mir dann überlegt habe, was ich dann immer so mache, ist, dass ich dann trotzdem irgendwie Dinge tun kann, die gut für meine mentale Gesundheit sind. Auch wenn ich dann vielleicht eben nicht zu dieser Ego-Befreiung oder wie man es nennt, kommt. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher bei dem Thema, welches Wort ich da jetzt eigentlich benutzen soll für diese Sache. Ja, aber es gibt eh kein richtig oder falsch. Ach nee, hier ist eine Stechmücke, die kommt die ganze Zeit immer wieder. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Wow, was für ein Riesenbrummer.
Ja, innerlich sehnt man sich halt total nach Liebe. Und man kann diese Liebe halt nicht, glaube ich, dauerhaft durchs äußere Umfeld bekommen, sondern am sinnvollsten ist es, wenn die Liebe aus einem selber herauskommt und man sich dann eben nicht abhängig vom Umfeld macht oder von irgendwelchen eigenen Leistungen oder so. Ja. Genau, also auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das irgendwie dazu führt, dass wieder dieser Ego-Tod kommt, kann ich ja trotzdem nach Selbstliebe handeln und mir selber irgendwas Gutes tun. Oh, mein Ego hat gerade Angst davor, mir selber gute Sachen zu tun. Weil ja, was ist, wenn zwei Bedürfnisse in völlig unterschiedliche Richtungen gehen? Und was ist, wenn, das hat mir mein Sozialer weiter gesagt. Ich hab den ja schon mal erwähnt, der ist ziemlich toll. Was ist, wenn da zwei Stücke Kuchen sind? Man ist da irgendwie mit so einem Freund da und man will selber zwei Stücke Kuchen essen. Ich hab zu meinem Sozialarbeiter dann vor, keine Ahnung, 2 Monaten oder so gesagt, dass es doch eigentlich am besten ist, wenn man dann immer 50-50 aufteilt. Oder man halt schaut, wenn der eine jetzt zum Beispiel den ganzen Tag noch nichts gegessen hat, dann wäre es okay, wenn einer von beiden dann noch 2 isst. Aber er hat mir dann gesagt, was dann ist, wenn wirklich beide, ihr Magen quasi gleich voll ist und ja. Und es irgendwie auch nicht so war, dass es beim letzten Mal irgendwie einer 2 genommen hat und dass es dann beim diesem Mal das irgendwie ausgleicht, sondern einfach aus einfach nur, weil man es mag, ist es dann okay, die 2 Stück Kuchen zu essen. Und ich war dann instant so, nein, weil man muss ja alles teilen. Und ja, mein Ego war dann irgendwie, glaube ich, vielleicht auch da, weil es sich dann so gefühlt hätte, als würde es ein eigenes Bedürfnis dann über ein anderes stellen. Es wäre das eigene Bedürfnis wichtiger. Und ich glaube, was ich in den letzten paar Wochen so gelernt habe, ist, dass es ab und zu auch okay ist, 2 Stücke Kuchen einfach so zu essen, einfach um sich was Gutes zu tun. Und oh, für mich ist es super schwer. Also, ja, ich würde öfters am liebsten beide Stücke Kuchen am liebsten jemand anderen überlassen. Oder halt wirklich Kniebel gucken, dass alles wirklich so möglichst gerecht ist und möglichst 50-50 und wirklich so von jedem Bedürfnis, dass es dann irgendwie so passt. Aber es ist auch mal okay, 2 Stück Kuchen zu essen.